Servus, willkommen, wir sind wieder da. Vergesst es. So, nun kommen wir endlich zu meinem Lieblingsteil dieses Spiels. Einer meiner Lieblingsteile, ist ja auch egal. So, wir müssen jetzt hier rein. Was wird uns dort erwarten? Was ist hier los? Ob, wieso ist mein Mauszeiger im Bild? Verdammt. Was sagst du mir? Willkommen in der Onesetti Residenz. Seid ihr hier, um mit Herrn Onesetti über eine Heirat mit Fräulein Nera zu sprechen? Eigentlich ja nicht, aber ja. Dann wartet bitte da drüben. Jetzt muss ich mit allen den Leuten hier reden, um zu erfahren, was sie eigentlich von hier wollen. Ihr habt genau das richtige Zeit abgepasst, um herzukommen, mein Freund. Nicht, dass es euch für nutzen wird. Ich werde es in das ganzen Reichtum nicht entgehen lassen. Okay, damit versteht, der Kerl hier tut es, der Grüne hier, den Grünen, will wegen dem Geld. Warum willst du es? Ach, wenn ich Nera heiraten könnte, dann würden Träume wahr. Ich frage mich nur, was für eine Bedienung sein werden. Was für Bedienungen sein werden. Bedingungen, ach so. Der will die einfach nur heiraten. Aus irgendeinem Grund auch, bla. Warum willst du es? Ach, seid ihr auch hier, weil ihr Neras Hand anhalten wollt? Ich bin Lothar. Lothar Licherolo. Lichterloh. Kann man dich auch anzünden, dass du Lichterloh brennst? Freut mich. Nera und ich sind schon befreundet, seit wir Kinder waren. Geld und Erbstücke sind mir egal. Eine Ehe mit Nera erscheint mir unrechtbar fern. Unerreichbar fern. Aber wenn sie mich nimmt, wäre ich überglücklich. Tja, der Kerl ist mir schon irgendwie sympathisch. Aber ihr werdet noch herausfinden. Aber ihr werdet schon noch sehen, was ich machen werde. Ich danke euch allen für eure Geduld. Herr Onesetti wird euch jetzt empfangen. Bitte geht hinein. Alles klar. Was denn für ein Auflauf? Noch mehr Kerle, die mir auf die Nerven gehen wollen? Nee, falsch stimmt für die. Ich muss euch leider enttäuschen, aber ich bin wunschlos glücklich. Ich habe nicht die geringsten Absichten zu heiraten. Was machst du denn hier unten, Griselda? Die Herren sind nicht deinetwegen hier. Ich habe sie für Nera eingeladen. Hör auf, die Ärger zu machen und geh zurück auf deine Zimmer. Warum spreche ich in Italienisch? Für Nera? Ha! Na dann, viel Glück, Papa! Ich gehe wieder auf mein Zimmer, wenn ich nicht in Wunsch bin. Ich kann's mir nicht leisten, mich zu sehr zu verausgaben. Ist nicht gut für meinen Time. Dieses Mädchen bringt mich noch ins Grab. Ich muss mich entschuldigen, meine Herrin. Bitte folgt mir. Ist klar. Klock, klock, klock. Willkommen, mein jungen Romeos. Romeo und Julia. Buongiorno. Und es leckt. Wie sicher wies, bin ich Rodrigo Onesetti. Und da ihr alle hofft, meine Tochter Nera zu heiraten, wird einer von euch bald Papa zu mir sagen, was? Kannst du bitte aufhören zu legen? Das ist sehr unangenehm. Aber genug Antipasto. Nur ein Mann von großer Kühnheit wird meine geliebte Bambina heiraten dürfen. Er ist tatsächlich nur jener. Also denn, die Regeln. Nach einer sehr alten Legende gibt es irgendwo auf dem Kontinent Sapphire zwei untergewöhnliche Ringe. Sie heißen Ring des Feuers und Ring des Wassers. Das heißt, sie bringen den Träger Glück. Darum habe ich beschlossen, dass derjenige, der mir dieser Ring bringt, meine Tochter mit einem solchen Ring am Finger heiraten wird. Und ich gebe meinem Schwiegersohn den kostbaren Onesetti-Schild als Zeichen dafür, dass ich ihn in meine große Familie aufgenommen habe. Also... Was? Warte! Warte! Nera, ich habe dir nicht gesagt, du solltest dein Zimmer warten, habe ich dir nicht gesagt? Papa, ich habe getan, was du wolltest.
Zimmer. Aber ich bitte dich, lass mich meinen Ehemann selber aussuchen. Hört mir zu, ihr tapferen jungen Männer. Der Ring des Feuers soll sich tief in einer Höhle voller Lava befinden. Vulkan. Ein solcher Ort ist viel zu gefährlich. Ich könnte es nicht ertragen, wenn jemand meinetwegen zu Schaden kommen würde. Ach, käme. Boah. Mein Gott, ist doch alles gut. Ist doch alles gut. Mach mal es schön. Seht ihr nicht, der junge Mann, der Bingo aufgehalten hat, als er vorhin weggelaufen ist? Also seid ihr gekommen, um meine Hand anzuhalten? Oh, ich meine, ich weiß nicht, was ich... Kennst du diesen Mann, ja? Ja, ihr seht mir wie ein zuverlässiger junger Bursche aus. Danke. Aber nur der Mann, der mir die zwei Ringe bringt, hat mir die Erlaubnis, näher zu heiraten. Und jetzt komm mit mir, meine Bambina. Bambina klingt irgendwie interessant. Puh, das ist ja ganz schön viel verlangt, oder? Viel verlangt? Viel verlangt? Das ist ja überhaupt nichts. Was mache ich mit einer Hand auf dem Rücken mache ich das. Locker. Dabei ist es schlimmer, diesen Lag hier auszuhalten. Mann, ich habe schon dauernd an den Einstellungen gefeilt. Sobald ich aber die Aufnahme anmache, fängt es an, ab und zu laggen. Komm, lass uns raus. Da ist das Laggen auch egal. So. Ich möchte so wenig Kämpfe wie möglich jetzt haben. Ich möchte die Story voranschreiten lassen. Oh mein Gott, ein FPS. Damit du es wisst, das ist jetzt erstmal, das ist nur noch für eine relativ kurze Zeit meine Gruppe. Und ich weiß genau, wenn ich rausschmeiße. Also wir müssen so vorstellen: In diesem Spiel bekommt man sehr schnell neue Leute, Questabhängige natürlich, nicht Quest, einfach Story relevant. So, hier muss irgendwo so ein Berg sein. Hier sind viele Berge. Ich habe vergessen, wo ich jetzt relativ richtig lang muss. Ah, hier bin ich richtig auf diesem Weg. Wow, dass ich mich alles so instinktiv daran erinnern kann. Ah, hier lang. Ich weiß nicht, was das Braune eigentlich bedeuten soll. Das Hügel durchstellen und... Och nein, ich will keine Kämpfe. Ich habe heute nicht so viel Zeit, um zwei Videos zu bearbeiten und so zu drehen. Deswegen nehme ich heute einfach nur ein Video auf, das diesmal vielleicht so eine halbe Stunde oder länger sein wird. Ich hoffe, das stört nicht. So, kein Spur von Monstern mehr, das ist schön. Bei Kämpfen wird es später sowieso noch genug geben. Glaubt mir, viel zu viele eigentlich schon. So, der Vulkan. So. Oh, ist es hier nicht schön. Wie in der Hölle. Hey, du da. Ich bin nicht der Einzige, der entschlossen genug ist, um weiterzukommen. Der Ring des Feuers ist irgendwo in dieser Höhle. In den Höhlen. Also... Möge der Bessere gewinnen. Naja, gewinnen wollte ich hier nicht sagen. Ich würde eher sagen, alle Kerle, die das Girl haben wollen, sollen sich jetzt am besten rausgehen, weil ich sowieso gewinne. Also ich werde zuerst finden. Und Schmutzpink, Klunkerbeutel und eine Felsbombe? Das ist doch echt nicht wahr. Nicht mehr wahr. Boah. Jack ist verwirrt, das war natürlich klar. Okay, Jack, du hast es immerhin noch geschafft, du anzugreifen. Das ist
respektvoll. Edge. Aha, hat nicht geklappt. Wechsel, falsch an. Nicht getroffen. Aua. Verdammt. So. Slash. Ich sag euch, Felsbomber können ziemlich gefährlich sein. Yeah. Siegesmusik, total laggy. Nee, das ist die Aufsteigmusik. Wechsen ist Level 5. Wechsen verbesserte Werte. Mitchell-Heilung. So, weiter. Ich hab doch vorher was angemacht, oder? So, hier lang. Das hab ich jedenfalls. Das sind Gamignis. Gamignin. Aber ich habe keinen Bock zu kämpfen. Deswegen habe ich ja Weihwasser angemacht. Ah, ich bin richtig gut. Ey, komm. Okay, das ist viel zu verführerisch. Okay, ich weiß noch, dass er jetzt die erste richtige Begegnung mit Metallschleim war. Im Video, aber... Herzlich, um es mal richtig zu zeigen, das war ein Metallschleim. Um mal genau zu erklären, Metallschleime sind Wesen mit mehr, ich glaube so 5 Lebenspunkten nur, die allerdings eine riesige Verteidigung haben und sehr oft abhauen. Na, kennen wir die nicht? Die Monsterbändiger? Flammenwerfer und ein Schmutzfink. Aber ich will ja nicht kämpfen, also abhauen. Die Gruppe flieht. Feinde versperren den Weg. Ich hasse euch. Nein, Wechseln! Wechseln! Ey, ich bin hier weg. Wenn es etwas gibt, was ich total nicht abhaben kann, dann sind es Heilschleime. Aua, 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 aua. Jagdrobos. Boah, nein. Falsch gegangen. Falsch gegangen. Ah, das tat ja das war ja schrecklich. Ah, nein. Fliegen. So. Jetzt darf ich erstmal heilen. Das ist nicht schön. Heilen ist nicht gut. Doch, eigentlich doch gut, aber. Ah, ist ja auch egal. Vollheilung. Oh. Ey, ist das zu glauben? Vollheilung kostet weniger MP als Teleportation. Oh, auf zu laggen, das nervt. So, nochmal. Vier Braxen. Danke für Säbel. Ah, scheiße. Guck das jetzt an. Mittelheilung kostet 5. Das sind gerade mal. Das kann ich mir ruhig leisten, Vollheilung über zu benutzen. Wenn das schon, wenn das so billig ist. Oh. Na, ich will die Truhe öffnen. Truhe. Ey, wieso gehst du so weit? Das geht doch. Yay, ich hab den Stab des Antimagie. Aua, au. Ich möchte keinen Kampf. Aua. Feldbogenstich, ja danke. Das Lag macht mich gerade sehr, sehr aggressiv. Falsch gemacht. Ah, verdammt. Also wenigstens 2. Jetzt hör ich auch zu laggen. Das geht doch.
Na, wenn die Kapsel angefangen hat, kann ich noch zu Ende bringen. Boah, mit dem Critical, gut gemacht. Aua, 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 aua. So, ist hier lang. Ich weiß noch, nein, ich will um alles Willen nicht kämpfen. So, hoffentlich wirkt das jetzt. Ich mach das jetzt. Gleich schnell Säbel noch auf die richtige Strategie. Ah ne, jetzt habe ich wechseln. Da wäre ich am... Ah! Hör auf zu lecken! Toll, wechseln ist tot. Hier weg. Boah. Ich kann es dir ja schon mal sagen, Wechsen fliegt raus. Es werden andere Leute senden, die dieses Spiel auch schon gespielt haben. Ja, Metallschleimbrecher sind super, ja, die sind sehr gut, ja. Ja, stimmt auch. Sie sind ja eigentlich ganz gut. So, Glücksamen, die Ausdauersamen. Das kriegt ein späterer Charakter, ein spätiger. So. Nein. Obwohl, Chuck, die kann ich auch mal schnell einstellen. So. Gnadenlos. So. Fliehen. Na du fahr! Ich krieg irgendwie gerade extrem Lust auf mein Computer, auf meinen Eistee einzuschlagen. Ihr hört mich mal kurz nicht, ich muss was trinken. Das kann echt nicht wahr sein. So, jetzt aber wirklich abhauen. Es geht jetzt um Leben und Tod. Lebe ich die nächste Runde nicht. Ich bin hier weg. Okay, Schluss mit lustig. Ihr wollt also sterben? Werdet ihr in der nächsten Runde sterben? Sterben. Ich werde mit all meiner Macht gegen euch kämpfen. Saus! Wie die gucken. Das klingt jetzt irgendwie wie so ein Hase von Raven Rabbit. Nein! Au! Was machst du da? So. Vollheilung. What? Na, das ging ja nochmal gut. Das überlebst du nicht. Ja, neue Chance. Ah, stimmt, da ist die Wahrscheinlichkeit ja so niedrig, aber...
für das, was ich noch machen muss, brauche ich meine Leute. Ja, neue Chance. Ja, er kehrt zurück ins Reich, die Welt erleben dann. Ich. Ich habe aber noch genug High-Items. Ja, ich werde zum Glück aufgespart noch. Ja. Komm, komm, komm. Wirkzauber, neue Chance. So, ich gehe jetzt erstmal auf die andere Seite. So. So. Wo ist es? Erstmal ein Zauberwasser. So, jetzt kann ich wieder einmal den Zauber wirken. Da war er. Da ist es. Heilkraut. Heilkraut. So, Säbel. So, Säbel ist wieder voll da. So. Und nun hoffen wir mal auf das Beste. Ja! Sehr schön. Nicht schön. Ich bin noch kurz davor. Ich bin noch kurz davor. Vor dem Ort. Komm, runter. Nach links. Nach links. Nach links. So. Ups. Endlich! Der Ring des Feuers! Na, wer glaubt, dass es so leicht ist? 1, 2 und 3 Orangenpuddings. Magma-Männer. Ja, Magma-Männer! Autsch! Man sieht die Lage, greift an. Das ist nicht schön. Angreifen ist nicht gut. Ah, scheiße, ich wollte Zauber benutzen. Aber dieses Lenken läuft das jetzt gerade nicht so gut. Scheiße. Die Viecher halten viel zu viel aus. Autsch. Hopp. Aua, aua, aua. Autsch. So, Zauber. Saus. Nebel holt Luft. Aua, au. Fail. Taktik. Befehl folgen. Ey, jetzt sag bitte, dass du. Das ist doch echt nicht wahr! Erst dieses ganze Lenken und dann sowas. So, raus hier. Fliehen. Nicht Taktik. Fliehen. Die Gruppe flieht. Klappt das? Vorbei. Die Gruppe wird ausgelöscht. Leckt mich. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Es klingt für euch zwar jetzt wahrscheinlich wieder so extrem. Ich werde jetzt leveln. Level 30. Mein Hauptcharakter wird auf jeden Fall Level 30 sein, wenn wir beim nächsten Mal sehen. Das Video wird jetzt nicht
beendet, sondern einfach nur gestoppt. Wir sehen uns gleich wieder. So, nach extrem langer Zeit, nach Training ohne Ende, sind wir Level 31, 26, 25 und 27. Und falls ihr euch wundert, warum ich nicht so viel Geld dazu bekommen habe, ich bin dutzende Male gestorben. So, jetzt machen wir diese scheiß drei Magmas fertig. Kann ich natürlich überspringen? Nein, aber ich kann Lag erwarten. Oh. Und damit ihr wisst, ich war noch weg. Hab noch was. Ich habe eine Training-Session, die 2 Stunden dauerte, eingelegt. Allerdings haben wir jetzt schon 21.44 Uhr. Schön, oder? Und trotzdem ist es noch relativ hell. Geil, oder? So. Magma-Männer. Bams, das macht Wechseln richtig Schaden. Bams. Yeah. Autsch. 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 Aua. Aua. Säbel macht 107 Schaden. Wow. Ach, endlich, erst ist kaputt. So, nächster. Säbel holt wieder Luft. Wenn ich das richtig sehe, brauche ich für jeden von diesen Kerlen 2 Runden. Wäre nicht schlecht. Außer natürlich, es fängt an zu laggen. So. Schleimmann. Ja, wie die Dinger heißen, Nummer 2 ist tot. Hoffe ich jedenfalls. Bams. Komm. Säbel greift an und Frame. 110. Bams. Damit wäre der 2. Aufrutsch. Aua. Okay. Nicht Gepäck. Magie. So. Ah. Das ist so ein bisschen neue Zauber, den er gekriegt hat. Einer für alle. Opfer das eigene Leben, um alle anderen wiederzubeleben. Ich sag euch, das kann später mal wirklich richtig gut zu gebrauchen sein. Weil später kann es sein, dass... Weil später ist... Na, das werdet ihr dann schon sehen. Das wird ein bisschen schwierig sein, das euch zu erklären jetzt. Vor allem will ich damit was spoilern. Aua. Aber die! Ja. Ach, mit dem Wechseln kann ich uns auch voll heilen. Bums. Ich habe sie besiegt! Und schön viel Erfahrungspunkte. Und Gold! Aber das Wichtige ist, ich erhalte den Feuerring. Im Felsen ist ein Ring zu sehen, der wie ein glühendes Scheißhaufen... Was? Was lese ich da? Im Felsen ist ein Ring zu sehen, der wie ein glühenden Scheit leuchtet. Taos erhält den einen Feuerring. Ich weiß, warum das auch anspielt. Es ist in einem Vulkan und es ist ein Ring. Das ist der eine Ring. Mein Schatz! In der Tür! Raus hier! So. Ich glaube, wir sind schon 30 Minuten. 30 Minuten für einen Dungeon? Oh. Verdammt, ich gehe jetzt speichern. Ein Telefon! Oh, scheiße. Verdammt! Oh. Boah.
So. Jetzt geht's aber richtig. So. Teleportation. Mosferatu. Oder Mosferatu. Ach, egal wie das heißt, ich nenne es Mosferatu. So. So, zurück. Was war noch mit diesem Turm? Ach ja, da komme ich noch gar nicht rein. Hab's ja mal früher probiert, hat's ja nicht geklappt. So, Nacht. So. Der Lag will einfach nicht aufhören. Ah. Man gewöhnt sich, glaube ich, dran. Hoffe ich. So, ich gehe zum Priester. Dann sage ich euch noch schnell eine Kleinigkeit. Wenn es aufhört zu lecken. Ich sag's euch lieber jetzt. Ihr wisst ja, dass ich mal Fahrenheit Let's Played habe, aber nicht zu Ende gekriegt habe. Und dass das dauernd so geflackert und so durchstrichen war. Ich werde es neu auflegen. Und diesmal nehme ich es mit Fraps auf. Und diesmal werde ich vielleicht das Ding am Stück aufnehmen oder in Vierer oder so, Fünfer Parts. Nicht Fünfer Parts, oder? Auf jeden Fall werden die Videos viel länger, viel bessere Qualität und meine Kommentare werden auch besser sein. Tja, das war ein bisschen laut. Scheiße, habe ich das überhaupt aufgenommen? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Puh, drinne. Oh. Scheiße, auch mein Mikro ist nicht drin, das ist jetzt ziemlich ärgerlich. Na egal, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao.